Hallo und herzlich willkommen, liebe Autofilou-Fans, zu einem weiteren Autobahn-Reichweiten-Video. Heute mit dem MG4 Electric in der Luxury-Variante. Das heißt, der hat hier 64 Kilowattstunden angeblich brutto an Bord. Den Nettowert, der soll ziemlich ähnlich sein. Mal schauen, was wir heute herausfahren können. Auf jeden Fall 130 km/h Autobahn mit diesem 4,29 Meter Kompaktwagen, Konkurrent zu zum Beispiel Cupra Born, VW ID.3 und Konsorten. Und heute 7 Grad Celsius, Anfang März, wunderschönes Wetter. Wir haben Winterreifen drauf in der Dimension von Bridgestone Blizzak LM05 215/50R17. Und das sowohl vorne als auch hinten. Und jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, wie lange der braucht zum Vollladen auf die 100%. Und dann geht's los. Es kommt natürlich alles anders als geplant. Er hat jetzt zweimal beim DC-Laden, also Gleichstromladen, bei 97% mir abgebrochen, bei zwei unterschiedlichen Ladestationen. Ich habe auch versucht, mit Typ 2, also über AC, zu laden. Jetzt startet er den Ladevorgang leider nicht. Das kam in den letzten zwei Wochen, die ich das Auto jetzt hatte, nicht vor. Das heißt, wir starten jetzt bei 97%, also uns fehlen schon mal 3% für den Anfang. Ich resette hier auch noch seit der Ladung. So, resettet. Und seit Start resetten wir auch. So. Und ich fahre los, denn sonst setzt der Nachmittagsverkehr ein und das wollen wir nicht. Tachoabweichung ist übrigens kein Problem, habe ich schon mehrmals gemessen. Die Kilometer stimmen überein, da ist kaum ein Unterschied. Dafür bei der Geschwindigkeit, wenn wir 133 nach Tacho fahren, sind es 130 nach GPS. So, jetzt das kurze Stück auf die Autobahn und dann geht's los mit 130. Wir sind auf der Autobahn angekommen. 133 sind 130 km/h nach GPS. Richtig blöd hier im MG4. Mit kurzen Schritten geht man um 5 km/h nach oben oder nach unten. Und mit lang draufbleiben zählt er einzeln hoch. Aber zum Beispiel 133 zu treffen, ist nicht so einfach. Und ich verstehe nicht, warum das de facto falsch herum ist. Warum sind nicht kurze Schritte einer Sprünge und lang draufbleiben fünfer Sprünge? Also das zum Beispiel macht keinen Sinn. Aber generell muss ich sagen, hier die Software in dem Fahrzeug herinnen, die braucht dringend ein Update. Hier ist bei einigen Sachen der Wurm drinnen. Zum Beispiel das Radio kann ich nur, wenn ich hier reingehe, verstellen. Nicht aber, wenn ich hier auf das Musiksymbol gehe. Da gibt es nämlich nur Bluetooth-Music, Online-Music oder USB-Music. Also das Zeichen, das Musikzeichen hat kein Radio. Wenn ich zum Radio will, muss ich hier übers Hauptmenü hier ins Radio rein. Sehr, sehr umständlich, das Ganze. Ja, ihr seht übrigens, die gehört noch an. Automatik, wir wollen ja hier nichts beschönigen. Ich bin wieder im Automatikmodus unterwegs mit der Klimaanlage, allerdings nicht mit 21 Grad wie sonst üblich, weil das ist viel zu kalt, sondern 25 Grad. Das ist meine Wohlfühltemperatur hier im MG. Also da ist einiges daneben vom Offset her, hier von der Klimaanlage her, von der Klimaautomatik her. Ihr seht, 8 Grad Celsius Außentemperatur, Verkehr hält sich auch in Grenzen. Also weiter geht's. Wir haben übrigens 2,8 Meter Windgeschwindigkeit von Ost nach West, also sogar Rückenwind aktuell.
Wir sind beim Melk und haben 111 Kilometer zurückgelegt bisher, 118 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, 23,2 Kilowattstunden Verbrauch und wir haben nur noch 56% im Akku. Ich drehe um, mir ist das zu heikel, beziehungsweise ich bin noch geschockt vom letzten Mal. Wir fahren wieder zurück Richtung Wien. Es geht zwar bergab, aber wir haben dann Gegenwind am Rückweg. Siehe da, der Verbrauch steigt und steigt und steigt am Rückweg. Wir haben ja jetzt Gegenwind und 24,2 Kilowattstunden mittlerweile bei weiterhin 8 Grad Celsius Außentemperatur. Das spricht für einen nicht sehr guten CW-Wert und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist er bei 0,27 für die Luxury-Variante. Deshalb bin ich froh, dass ich rechtzeitig umgedreht habe, denn so bin ich sicher, dass ich es nach Hause schaffe, beziehungsweise zur Ladestation. Und ich würde sagen, wir probieren mal die Sprachbedienung aus. Navigiere nach Seestadtstraße 6. Ja. So, hätte ich jetzt Wien dazu sagen sollen? Oder weiß er, dass das Wien ist? Ja, er hatte es. Sehr gut. Und startet das von selbst? Nein, ich muss drücken, also drücke ich. Dann probieren wir das Ganze doch mit Smartrix Ladestation aus. Navigiere nach Smartrix Ladestation Seestadtstraße 6. Ja, leider nicht die abbrechen. Leider nicht die, die ich suche. Kilowattstunden auf 100 Kilometer, Durchschnittsverbrauch nach 174 gefahrenen Kilometern in nicht ganz 1,5 Stunden bei 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, also eine sehr, sehr gute Durchschnittsgeschwindigkeit. 28% haben wir noch im Akku Batteriekapazität, 63 Kilometer Restreichweite, bis zur Smartrix Seestadtstraße wären es noch 62 Kilometer. Ich werde mir wohl also eine andere Ladestation suchen müssen und mir kommt da die Ladestation im Gewerbepark Stadtlau in den Sinn. Die ist ein Stückchen näher. Weiter geht's. State of Charge und ich kriege die erste Warnung. Die Ladung Ihres Fahrzeugs geht zu Ende. Bitte besuchen Sie eine nahegelegene Ladestation. Kann ich Ladestationen suchen. Es gibt keine Treffer entlang der Route, spannenderweise, obwohl ich weiß, dass zum Beispiel in Stockerau eine Schnellladestation ist, auch wenn jetzt hier der Filter gesetzt ist, auf Ladegeschwindigkeit größer 50 kW. Also wie gesagt, hier muss MG definitiv an der Software nachbessern. So wie es bei VW war, so ist es jetzt auch bei MG. Die müssen dringend ein großes Software-Update nachliefern. Bald ist es vorbei mit den 130, jetzt mal zumindest auf der S5, auf der Stockerauer Schnellstraße und wir haben 24,8 Kilowattstunden Verbrauch, soweit nach 200 gefahrenen Kilometern, eine Stunde 40 unterwegs, 16% noch im Akku und 35 Kilometer bis zum Ziel. 35 Kilometer kommen wir noch und es sind 35 Kilometer bis zum Ziel, tatsächlich. Diesmal Gewerbepark Stadtlau bereits eingegeben.
10%. Wir sind fast von der Autobahn runter. Ich fahre weiterhin 133, also 130 nach GPS. Ich könnte natürlich jetzt die Batterie vorheizen. Allerdings ist das auch so eine Sache. Ich kriege hier keine Info, bis zu welchem Batterieladezustand dieses Vortemperieren der Batterie funktioniert. Ich kann es zwar manuell aktivieren, aber funktioniert das hier jetzt bei 10% Akkuladestand auch noch oder nicht mehr? Also zum Beispiel unter 12% funktioniert es einfach nicht oder unter 20%. Ich werde es auch deshalb nicht aktivieren, weil ich ja jetzt sowieso dann 2 Stunden unterwegs war bei hohem Tempo und es macht wahrscheinlich keinen Sinn, jetzt die Heizung zu aktivieren. Vor allem, wir haben jetzt 9 Grad Celsius Außentemperatur. Also fahre ich ohne Vortemperieren an die Ladestation. Zu warm wird die Batterie schon nicht sein. Und ich habe schon einige Ladekurven aufgezeichnet und die heute ist nur das Sahnehäubchen. So viel kann ich euch schon verraten. Dazu aber dann mehr, wenn ich an der Ladestation stehe. Ladezustand niedrig, bitte laden, kam gerade die Warnung, 9% im Akku noch und jetzt ist es eh vorbei. Wir sind bei Strebersdorf und die 130er Zone oder Beschränkung ist gleich zu Ende und wir müssen wieder 80 fahren. Auch Verkehrszeichenerkennung braucht ein Update, die funktioniert nur mäßig. Und wir halten fest, 24,6 Kilowattstunden bei 130 km/h. Wir sind am Ziel angekommen, liebe Autofilou-Fans, die Ladestationen. Wir halten fest, 23,7 Kilowattstunden Verbrauch nach 235 gefahrenen Kilometern. Und wir haben von 97 auf 5%, also 92% verfahren. Und die 24,6 Kilowattstunden, die es auf der Autobahn waren, das entspricht so, wenn ich es richtig im Kopf habe, 250 Kilometer. Ich blende euch das alles aber ein. Und was jetzt erstaunlich ist, ist die Ladeleistung. Ich habe es ja schon gesagt, ich war schon mehrmals laden und ich freue mich jetzt auf die Ladesession, denn so schnell wie dieses Auto ist in dieser Klasse keiner. Unfassbar. Ich blende euch die Ladekurve jetzt schon mal ein. Der hält nämlich bis 55%, 135, 140 kW Ladeleistung. Unfassbar, also so 12 bis 15 Minuten, je nachdem wie leer man ihn fährt, hält er diese volle Ladeleistung und regelt dann langsam zurück. Genau so wie ich es mir vorstelle. Meine beste Zeit bisher waren 25 Minuten, 10 Sekunden von 10% auf 80% und dabei habe ich bei 3% angesteckt. Also wirklich tadellos. Das heißt 250 Kilometer fahren und dann in 25, 30 Minuten auf 80% wieder aufladen und dann wieder eben die ungefähr 180 Kilometer weiterfahren. Nicht schlecht, oder? Würde ich sagen. Also, ich hänge mich jetzt an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal und auch gerne, wie gewohnt, einen Kommentar unter dem Video dalassen. Also, macht es gut. Euer Raphael. Bis zum nächsten Mal.